Hallo liebe Leute, am 30.05.2020. Ich bin's wieder, euer Ines. Willkommen zu meinem Videoblog. Ich wollte euch nur mein Tages-Make-up zeigen. Ich habe das mit Braun und Rot gemacht und roten Lippenstift. Da bin ich ein bisschen rausgefahren. Auf jeden Fall war heute Sonja da, wir haben Nägel gemacht. Aber die Muster sieht man nicht wirklich, weil es fast das gleiche Blau war. Mir geht's besser. Ich habe gestern noch ein halbes Xenor nachgenommen, weil ich so Angstattacken hatte und nicht schlafen konnte. Heute fühle ich mich ein bisschen besser. Es ist der dritte Tag, wo ich wieder Xanor nehme. Also, wo ich wieder Effektin nehme. Antidepressiva. Und müsste jetzt relativ ausgeglichen sein. Ich merke, dass ich ein bisschen entspannter bin und, ich hoffe, dass ich heute wieder normal schlafen kann, ohne Angstzustände, ohne dass ich ein Xanor mehr nehme oder ein halbes mehr. Aber wird man sehen. Morgen kommen Freunde von uns zum Mittagessen. Deswegen werde ich morgen nicht so lange schlafen können. Aber mal schauen. Sonst gibt's nicht viel Neues. Mit Sonne hatte ich heute viel Spaß. Ich war heute nicht so müde. Und bin auch noch nicht so müde. Wie sonst. Aber das Wetter war ziemlich bescheiden. Und wir waren nicht draußen. Claudia sehe ich erst am Freitag wieder. Bis dahin kommt Sonja. Heute ist Samstag. Ich war gestern duschen, deswegen habe ich mich heute etwas aufwendiger geschminkt. Mit Kontur und so. Aber ja. Es ist noch immer Übungssache und so toll klappt's halt noch immer nicht. Aber ich bin schon ganz zufrieden damit, was ich zusammenbringe und darf da auch nicht so selbstkritisch sein, aber es ist halt alles mit Übung verbunden und es wird von Tag zu Tag besser. Aber ja, mal schauen. Mit mehr als 2 Farben kann ich mich noch immer nicht schminken, weil ich das dann nicht auf dem Auge platziert bekomme und das dann alles verwischt und dann alles grauer sieht. Aber so wie es jetzt aussieht, bin ich ganz zufrieden. Sonst gibt's nicht viel Neues. Ich freue mich auf Mittwoch. Aber das habe ich eh schon erzählt, dass es zur Friseurin kommt. Und ich bin auch immer nicht sicher, ob ich die Haare unten drunter hinten kurz scheren lassen soll. Es wäre luftiger fürs Genick. Aber ich bin mir noch immer nicht ganz sicher und das Deckhaar halt lang, damit ich einen Zopf machen kann. Was ich eh nicht so gern mache, aber halt manchmal ganz sinnvoll ist. Ich muss da noch gut überlegen und werde das eher spontan entscheiden. Und ja, bei Purely gibt's heute einen Sondersale für alle Machina-Mitglieder für 24 Stunden.
wo Sachen von 30% günstiger bis 70% günstiger angeboten werden. Aber ich werde mir daraus nichts kaufen, weil ich mir gestern Schuhe gekauft habe über Kleiderkreisel, die ziemlich teuer waren. Und ich warte noch mal auf die Antwort von dem Verkäufer oder der Verkäuferin. Ich hoffe, dass das zustande kommt und nicht allzu lange dauert. Aber mal gucken. Ich müsste mir auch neue Converse kaufen. Klassische Converse. Weil ich habe die letztens angehabt und die sind mir viel zu klein. Und schwarze Converse brauche ich trotzdem regelmäßig, weil ich Converse gerne trage und mich darin wohlfühle und ja, es einfach die Schuhe der Wahl sind, wenn ich Schuhe trage und aber die zu kleinen Converse werde ich auch auf Kleiderkreisel stellen. Und um ein bisschen Geld verkaufen, weil im besten Zustand sind sie auch nicht mehr. Und sauber gemacht gehören sie mir an. Und dann muss ich schauen, wie viel ich dafür noch verlangen kann. Ja. Und sonst hätte ich halt noch gern rosa Converse. Aber alles auf einmal geht nicht. Und jetzt warte ich mal, ob die Jordans verkauft werden. Und wenn nicht, dann schaue ich wegen den Converse. Und sonst gibt's nicht viel Neues. Gestern habe ich kurz mit Kerstin telefoniert, die es ganz gut findet, dass ich wegen den Angstzuständen wieder das Effektin angefangen habe, weil ich mich nicht quälen soll. Und ja, es gibt einfach nicht viel Neues. Außer dass Sonja da war, war es sonst wieder wie ein Sonntag. Und morgen wird's, glaube ich, auch nicht recht viel anders. Ja. Dann wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag oder Abend, wann immer ihr das Video seht. Ciao, eure Ines. Bis zum nächsten Mal.